Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Styx Shards of Darkness. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Und wir wollen immer noch das Zepter von dem Botschafter Arcidi stehlen. Das soll eine recht mächtige Waffe gegen Goblins sein soll. Des Weiteren sind wir hier auf drei Deserteure der Schlechter gestoßen. Als Nebenziel bekommen, deren Embleme zu stehlen. Das Problem ist, die laufen primär so, dass man sie nicht vernünftig bestehen kann. Was ein bisschen abfuck ist. Also, hier rumzukommen. So. Und wir sammeln den Schlupfwinkel. Das hier, weil wir da nichts sehen. Finde ich hier noch ein Biotop. Da ist auf jeden Fall einer egal. Dead meat, Tiny. Time yourself! Ow! Did you stream that? I want a percentage on your best goblin death compilation. So, die Frage ist, wohin werden wir zurückgeschmissen? Verdammt Angst. Wir drücken sozusagen die Türen immer auf, egal ob wir jetzt wirklich nicht die Möglichkeit, sie nicht aufzuhalten oder sowas. Kannst du jetzt den Klumpen da mal nehmen? Dankeschön. Also hier da glaube ich ein Dietrich. Muster für uns. Dankeschön. Und wir können ja Goldharz herstellen. Rackash. So, können wir auch direkt eigentlich mal einen schlürfen. Oh, well, that's a good one. Sonst haben wir noch den Dietrich hier, aber sonst habe ich nichts übersehen, ne? So kommen wir auch hier hin. Okay. Do you know why we're going to Korengar? There's going to be a get together with some very important people. A diplomatic summit. There'll be human ambassadors, as well as other races. So why are all these grand folk getting together? It seems literal. The Queen of the Dark Elves has found a way to rid us of good things. Ah, you're well informed. Anyway, the scepter that Ambassador Arcidi received certainly looks impressive. I saw her using on a goblin. You can't stop poking your nose around. Apart from getting a nasty cut on the hand, he done for it. Few seconds. In a few seconds? That weakling RCD? Ah, you're not so hoity-toity about me and my gossip now, eh? Mm.
Und jetzt einfach mal so theoretisch. Jetzt auch die. Hi, noch ein Trank craften. Zepter, aber vielleicht muss ich noch was Interessantes. Da ist Fluchtgelegenheit. Wäre schon schön gewesen. Und sie haben die Tür für mich offen gelassen. Das sollte ich vielleicht benutzen. Denn offene Türen sind Einladungen. Einladungen sind gut. Thank you.
brauche ich mindestens 3 Leute. Ich habe immer noch ein gutes Stück zu hoch. Ich habe auch nicht das Gefühl gerade, dass wir viel näher rankommen, aber... Really does add life. Oh, you are dead meat! Take the threat has been neutralized! Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. Eh, I thought I was sick. Nicht so cool.
bei dem Scepter leider nicht schnell genug. Kann man nicht hier theoretisch aus dem Fenster raus? In the circus, we used to have a net, so I would. Ja, Mann, das Ganze. Ich könnte, es ist echt verlockend, den Dingens zu lösen. Kronleuchter. Aber es lohnt sich für uns halt nicht. Klar, da ist ein Fertigungstisch und zwei Materialien, aber. Wayne. Das funktioniert schon mal nicht. Den raus. Wahrscheinlich nur so.
What the? Maybe it was nothing after all. Hier nicht durchpassen. Stückst du es abnehmen. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu Styx Shards of Darkness. Bis dahin, ciao.